الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Es geht weiter aus dem Buch Die Augenweide im Kapitel Die zwischenmenschlichen Beziehungen und der Handel, auf Arabisch Al-Mu'amalat. Ab der Frage 227, inshallah, machen wir weiter. Sie lautet: Wozu ist der Verantwortliche verpflichtet, bevor er sich in etwas begibt? Antwort: Jeder verantwortliche Muslim ist verpflichtet, bevor er sich in etwas begibt, zu lernen, was Allah ihm hierfür erlaubt oder verboten hat, da die Beachtung dessen, was Allah uns auferlegt hat, unbedingt notwendig ist. Frage 228. Wer gilt als ein wahrhaftiger Händler? Antwort: Als ein wahrhaftiger Händler gilt derjenige, der die Grenzen nicht überschreitet und sich selbst beherrscht und überwindet, um die Verträge nach islamischem Gesetz abzuschließen. Der wahrhaftige Händler befolgt somit die Gesetzgebung Gottes und unterlässt jede Form von Unterschlagung, Betrug und Täuschung. Der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam, sagte in einem Hadith, überliefert von At-Tirmidhi: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. Die Bedeutung lautet: Der wahrhaftige Händler wird am Tag der Auferstehung mit den Propheten, den Rechtschaffenen und den Märtyrern versammelt werden. Diese Vorzüglichkeit, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam für den wahrhaftigen Händler erwähnte, ist aus dem Grund, weil der wahrhaftige Händler sich selbst beherrschen und überwinden muss, um die Verträge nach islamischem Gesetz abzuschließen. Denn bei der Überschreitung der islamischen Gesetze im Kauf und Verkauf droht einem die harte Strafe Gottes. Frage 229. Weshalb bedarf der Ehevertrag noch mehr der Sorgfalt und Sicherheit? Antwort: Der Ehevertrag bedarf noch mehr der Sorgfalt und Sicherheit, um ihn vor der Ungültigkeit zu bewahren. Die Ungültigkeit des Ehevertrages kann nämlich zu vielen schlimmen Folgen führen, wie zum Beispiel zum verbotenen Geschlechtsverkehr und dadurch entstehende Kinder. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren. Allah, der Erhabene, sagt im edlen Koran in der Surah At-Tahrim, Ayah 6: Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nasu wal hijara. Die Bedeutung lautet: O ihr Muslime, schützt euch selbst und eure Angehörigen vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Dieser Schutz geschieht, indem die Person die islamische Religionslehre lernt und danach handelt und dieses Wissen ihre Angehörigen lehrt und sie auch danach handeln. Kommen wir zum Kapitel über den Verkauf, den Zins und die Aufteilung des Nachlasses. Allah Ta'ala sagt im edlen Koran in der Surah Al-Baqarah, Ayah 275: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Die Bedeutung lautet: Allah hat den Verkauf erlaubt und den Zins verboten. Zins, im Koran erwähnt hier als Riba. Der Imam Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, der Gefährte unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte: Wir gestatten niemandem auf unseren Märkten zu handeln, solange er die Religionslehre nicht gelernt hat, damit er die Menschen aufgrund seiner Unwissenheit nicht betrügt. Diese Aussage von Imam Umar wurde überliefert von Al-Bayhaqi. Frage 230. Sprich über den Zins, also hier Riba.
sprich über den Zins. Antwort: Das Verbot des Zinses ist offenkundig. Es ist verboten, einen Zinsvertrag abzuschließen, ihn niederzuschreiben, als Zeuge hierfür aufzutreten oder den Zins zu konsumieren. Und die schlimmste Art des Zinses ist der Darlehenszins. Das heißt, ein Darlehen, bei dem ein Profit für den Darlehensgeber oder sowohl für den Geber als auch für den Nehmer vorausgesetzt wird. Hier entsteht Zins, der Darlehenszins. Und das ist Haram. Die Frage 231. Sprich über den Verkauf eines der beiden Edelmetalle gegen das andere mit Aufschub. Gemeint sind hier Gold und Silber. Und was ist mit Aufschub gemeint? Antwort: Der Verkauf eines der beiden Edelmetalle gegen das andere mit Aufschub ist verboten. Auf Arabisch wird diese Art von Zins Riban Nasi'ah genannt. Der Verkauf von Gold gegen Silber und umgekehrt mit Aufschub ist verboten. Wie wenn der Verkäufer sagen würde: Ich verkaufe dir dieses Gold gegen so und so viel Silber, welches du mir dann und dann aushändigst. Aufschub bedeutet hier das Bestimmen eines künftigen Zahltermins, auch wenn er kurzfristig wäre. Das ist nicht erlaubt. Dieselbe Regel gilt für den Verkauf von Nahrungsmitteln gegeneinander. Es hat dieselbe Regel. Frage 232. In welchem Fall ist der Verkauf ohne gegenseitige Aushändigung verboten? Antwort: Der Verkauf eines der beiden Edelmetalle gegen dasselbe oder das andere Edelmetall ohne Aushändigung ist verboten. Na, jemand verkauft eines der beiden Edelmetalle. Wir hatten gesagt, Gold und Silber sind hier gemeint. Eines der Edelmetalle gegen dasselbe oder das andere Edelmetall ohne Aushändigung ist verboten. Was heißt das? Das heißt, die Vertragspartner trennen sich ohne beidseitige Aushändigung. Das ist auch nicht erlaubt. So ein Verkauf ist auch nicht erlaubt. Der Verkauf von Nahrungsmitteln gegeneinander, wie zum Beispiel Weizen gegen Gerste, mit Aufschub oder ohne Aushändigung, ist ebenfalls verboten, so wie bei den Edelmetallen. Frage 233. Sprich über den Zins, der auf Arabisch Riba al-Fadl genannt wird. Also der Zins, der hier Riba al-Fadl genannt wird. Sprich über diesen Zins. Antwort: Riba al-Fadl entsteht beim Verkauf von Gold gegen Gold oder Silber gegen Silber mit einem Übergewicht. Mit einem Übergewicht des einen gegenüber dem anderen. Das ist dann hier auch Zins. Hier entsteht Zins, welches sich Riba al-Fadl nennt, weil das eine hier, wie gesagt, dem anderen gegenüber mehr wiegt, obwohl sie gleicher Art sind. Also Gold gegen Gold oder Silber gegen Silber. Dasselbe gilt für den Verkauf von Nahrungsmitteln gegeneinander, wenn sie von derselben Art sind. Hier auch, wenn sie von derselben Art sind. Und das eine, also wenn einer Nahrungsmittel gegeneinander verkauft, wenn sie von derselben Art sind und das eine mehr Volumen bzw. mehr Gewicht als das andere aufweist, dann entsteht hier auch der Zins, der sich Riba al-Fadl nennt. Frage 234. Sprich über den Verkauf von Fleisch gegen lebendiges Tier. Antwort: Der Verkauf von Fleisch gegen lebendiges Tier ist verboten, wie zum Beispiel der Verkauf eines lebendigen Schafs gegen etwas Rindfleisch. Frage 235. Sprich über den Verkauf von Schulden gegen Schulden. Antwort: Der Verkauf von Schulden gegen Schulden ist verboten. Wie wenn man die Schulden von Zaid an Amr gegen einen Betrag X mit Aufschub verkaufen würde.
Also wenn dieser zu Amr sagen würde, also wenn jemand zu Amr sagen würde, ich verkaufe dir die Schulden, die Zayd bei mir hat, gegen einen Betrag X, den du mir zum Beispiel in einem Monat auszuhändigen hast. Diese Form, also das ist Schulden gegen Schulden und das ist auch Haram. Frage 236. Sprich über den Verkauf dessen, was man noch nicht erhalten hat und dessen, was man nicht sieht. Antwort: Der Verkauf dessen, was man noch nicht erhalten hat, ist verboten. Also hier ist gemeint, wenn man etwas gekauft hat, dann darf man es vor dessen Erhalt nicht an einen Dritten weiterverkaufen. Es geht um das Weiterverkaufen. Und der Erhalt unterscheidet sich je nach gekauftem Kaufobjekt. Der Erhalt geschieht bei beweglichen Gütern durch das Wegbefördern des Kaufgegenstandes und durch das Entgegennehmen des Kaufgegenstandes, falls man ihn entgegennehmen kann, wie zum Beispiel Kleidung. Der Verkauf dessen, was weder gesehen noch beschrieben wurde, ist ebenfalls verboten. Frage 237. Wird eine mündliche Vereinbarung für den Verkauf vorausgesetzt? Antwort: Ja, einige Gelehrte haben für die Gültigkeit des Verkaufes eine mündliche Vereinbarung vorausgesetzt. Andere Gelehrte sagten, dass das gegenseitige Einverständnis ausreichend ist, auch wenn keine mündliche Vereinbarung getroffen wird. Frage 238. Wie lautet das Urteil über den Verkauf eines Fuduli? Antwort: Es ist verboten. Al-Fuduli ist eine Bezeichnung für jemanden, der etwas verkauft, obwohl er nicht der Eigentümer ist und damit auch nicht bevollmächtigt wurde, der weder darüber verfügt noch dafür die Erlaubnis hat. Dieser Verkauf hat keine Gültigkeit. Frage 239. Sprich über den Kauf von einem Nichtverantwortlichen und den Verkauf an diesen. Antwort: Der Verkauf an einen Nichtverantwortlichen, wie zum Beispiel an einen Wahnsinnigen, also an jemanden, der nicht im Besitz seines Verstandes ist, oder an ein Kind, und der Kauf von ihm ist nicht gültig. Einige islamische Gelehrte sahen den Verkauf an ein unterscheidungsfähiges Kind sowie den Kauf von ihm als erlaubt an, wenn dies mit Einverständnis seines Erziehungsberechtigten erfolgt. Also hier haben einige Gelehrte gesagt, bei einem Kind, wenn dies noch nicht volljährig ist, aber unterscheidungsfähig ist. Vorausgesetzt, das Kind ist schon unterscheidungsfähig. Das heißt, es versteht die Anrede und kann auch die passende Antwort darauf geben. Das ist ein Merkmal dafür, dass das Kind unterscheidungsfähig ist. Also nicht das Kind, was 2 Jahre alt ist. Wenn es dieses Alter erreicht hat, unterscheidungsfähig ist, auch wenn es noch nicht volljährig ist, nach einigen Gelehrten kann man etwas an dieses Kind verkaufen und auch von ihm kaufen, wenn dies mit Einverständnis seines Erziehungsberechtigten erfolgt. In diesem Fall ist das dann erlaubt nach einigen Gelehrten. Alhamdulillah. Das war die letzte Frage für heute. In der nächsten Sendung, inshallah, geht es dann weiter. Ab der Frage 240 aus dem Kapitel die zwischenmenschlichen Beziehungen über die Verkäufe, inshallah. Machen werden wir das nächste Mal weitermachen. Möge Allah Ta'ala uns dem Guten zuwenden und uns vor dem Schlechten beschützen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam wa Ahkam.